bedeutet, erklärt Britta Spiekermann. Shutdown in Deutschland, Stillstand. Der Staat greift tief in die Grundrechte ein. Leben retten auf der einen Seite, Schaden anrichten auf der anderen. Stimmte die Verhältnismäßigkeit? Bald kommt wieder ein Herbst 2022. Und wieder die Frage, welche Maßnahme ist geeignet, welche angemessen. Schon bei der ersten Prüfungsstufe der Geeignetheit muss nämlich der Gesetzgeber belegen, dass die von ihm getroffene Maßnahme auch wirklich wirksam ist. Und das muss er mit naturwissenschaftlichen Daten belegen. Doch eben diese Daten gibt es in Deutschland kaum, meist nur aus dem Ausland. Das weiß der Expertinnen-Expertenrat der Bundesregierung und kritisiert es auch. Trotzdem gibt der Rat am vergangenen Mittwoch Empfehlungen für den Herbst, schließt auch einen Shutdown nicht aus. In der ungünstigsten Variante, die da beschrieben war, wäre bei einem ungünstigsten Verlauf wahrscheinlich auch eine Kontaktbeschränkung in diesem Sinne denkbar. Wir halten sie im Moment nicht für besonders wahrscheinlich. Gab es Fehler in der Vergangenheit? Das Urteil so milde, wie es nur sein kann. Auch Herr Spahn und die Vorgängerregierung haben wirklich gute Sachen gemacht. Herr Lauterbach führt viele Sachen jetzt auch gut fort. Es ist nicht gut, nach hinten zu schauen. Blickt man trotzdem zurück, fehlen Studien, Dokumentationen. Bislang wurde das auch nicht aufgeholt. Der Bundesgesundheitsminister, der wissenschaftsbasierte Politik beim Amtsantritt versprach, verspricht jetzt, datentechnisch nachzurüsten. Wir bereiten derzeit die Erfassung der Daten in den Krankenhäusern vor. Der Vorschlag, den der Expertenrat hier macht, dieses Instrument DEMIS zu nutzen, genau dieser Vorschlag wird seit einigen Monaten auch bei mir im Haus vorbereitet. Und die technischen Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf Hochtouren im dritten Jahr der Pandemie. Also erstmal muss man konstatieren, dass es schon ein Skandal ist, dass man nach 3 Jahren überhaupt gar keine belastbaren Zahlen hat. Denn sie brauchen doch Zahlen, Daten, Fakten, um solche Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise überhaupt zu rechtfertigen. Wie das jetzt 3 Jahre lang gelaufen ist, dass einfach mit dem Holzhammer Maßnahmen verhängt worden sind, alles zu, alles auf oder ich sag mal auch nach der Frage, welche stärkste Lobby sich da politisch durchsetzen kann, das muss wirklich aufhören. Das kann man nicht mehr den Menschen vermitteln. Neben dem Expertenrat gibt es einen sogenannten Sachverständigenausschuss, der bis zum 30. Juni ein Gutachten vorlegen soll. Sozusagen ein Covid-Maßnahmenzeugnis. Die Mitglieder des Ausschusses, übrigens ein Drittel Juristen, bis vor 10 Tagen kein einziger Epidemiologe. Dieser Ausschuss soll die Auswirkungen der Regelung und die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen untersuchen. Doch auch im Ausschuss mangelnde Daten aus Deutschland, kaum Personal, kein Geld. Da fragt sich selbst der Vorsitzende, ist der Ausschuss auf dem falschen Gleis? Schon vor Veröffentlichung des Gutachtens politischer Streit. Die FDP will die Ergebnisse abwarten. Die Grünen wollen jetzt Maßnahmen für den Herbst festlegen. Die Feuerwehr fängt auch nicht an, erst die Schläuche aufzurollen und die Feuerwache zu bauen, wenn dann der Brand im Gange ist, sondern sorgt vor. Das muss Politik auch im Pandemiemanagement tun. Wir bremsen überhaupt nicht. Wir haben ja einen Fahrplan für das gesamte Jahr im Frühjahr festgelegt. Am 30. Juni kommt die Evaluierung vom gesetzlich eingesetzten Gremium. Und dann werden wir über dem Sommer das auswerten und können nach der Sommerpause in einem ganz geordneten Gesetzgebungsverfahren dann die Konsequenzen beschließen. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz gilt bis zum 23. September. Es sollte reformiert werden, auch auf Grundlage ausgewerteter Daten. Doch es gibt keine Systematik und irgendwie auch keine Verantwortung. Es ist die politische Geschichte von Datenlöchern und unsicheren Aussichten. Wie schützt man die Bevölkerung? Was aber schadet ihr? Es gibt mehr Fragen als Antworten.